Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Super Paper Mario und ich musste jetzt echt wieder nachkommentieren, weil Outer City aufgehört hat aufzunehmen. Es hat einfach aufgehört. Wisst ihr warum? Schreibt es in die Kommentare bitte. Wir gehen ja rein. Was machst du auf dem Mädchenklo? Du. Oh mein Gott. Juhu. Ich bin nicht mehr alle. Die Leute kommen von nah und fern. Helfen tue ich immer gern. Die waren mir alle wirklich hier? Mir war zu stark für mich. So kam ich her. Wie widerlich. Ich trug das reine Herz vor. Verpackt es im stillen Ort. Jetzt seid ihr hier. Oh, welche Wonne. Mimi, die kommt in die Tonne. Jetzt schnappen wir uns dieses Girl ganz ohne Gnade. Echt, ich schwöre. Oh, das glaube ich nicht. Mimi. Hast mich doch nie. Jeder weiß, du bist Mimi. Auf geht's, Freunde. Feste drauf. Zusammen halten wir sie auf. Was redest du da, du falsches Stück? Sie betrügt. Das ist ein Trick. Einfach mein Gesicht zu klauen, dafür gehört sie. Schlümpfe hauen. Für Merle, Emine. B.O.W., ich bin Merle. Eine von uns ist echt, die andere schlecht. Ich bin Merle, hübsch und hold. Und du bist falsch wie Katzengold. Lügst du, so wie gedruckt. Du gehörst echt angespuckt. Ach, Mädel, sie ist endlich ein. Nicht jeder kann ein Model sein. Ich glaube, es wird rauskriegen. Ist doch verrückt. Auch wenn es ein Bitch fight ist, ist es egal. Ich hab Bock. Es nützt sich hier nur rumzustreiten, aber wer echt denn soll. Sollen sie entscheiden? So soll es geschehen, dass die falsche bist, werden wir sehen. Yeah. Oh, weißt du. Du weißt zu amüsieren, jedoch wirst du verlieren. Yeah. Seid doch still, du fiese Stück. Ich will mein Haus zurück. Los. Ja, was eine Damentoilette. Die echteste Merle der Welt. Oh mein Gott. Wir fangen gleich an, wirst du bei mir 5 Fragen stellen. Hör dir die Antwort genau an, denn am Ende musst du die echte Merle bestimmen. Das ist alles. Willst du die Frage, dann gehst du an den Kran. Also los, die erste Frage. Dein Lebensmotto. Oh, jetzt ist etwas persönlich. Wie lautet dein Lebensmotto? Reim dich oder ich fress dich. Oder ich fress dich. Ich glaube, dass die rechte falsch ist. Deine Hobbys. Es geht um die Freizeit. Welche Hobbys hast du? Kugeln aus Kristall sind genau mein Fall. Schau dir die Vorgänge an, was Super Gumba alles kann. Ich glaube, meine Verdacht wird immer größer. Größter Wunsch. Ein Kristallkugel, neuestes Modell, und zwar schnell. Ein Freund, der mich knuddelt. Tut er es nicht, wird er verbuttelt. Zwei Fragen haben wir noch, okay, jetzt müssen wir entscheiden. Spitzname. Das war gestört, vielleicht etwas meine Erinnerung auf. Ja, dein Spitzname. Meine Geister war gemeint, sie riefen mich das Warzenschwein. Ich trug's mit Verfassung wie eine Eiche, man nannte mich Streberleiche. Ich glaube, die echte kann man doch so erkennen, dass es die linke, die richtige ist. Okay. Das wollen wir jetzt alle erfahren, ne? Wen stehen die denn? Ich habe alle Wesen lieb, es gibt keinen besonderen Typ. Das sagen wir dumm. Ist das doch ein Publikum? Okay. Bin ich die erste Merle? Okay. Richtig! Mimis Plan dagegen daneben. Es kann nur eine Merle geben.
Das war nur Glück. Ich war perfekter als Merle. Ich gratuliere euch, indem ich euch zu Konfetti verarbeite. Och, Mimi. Oh Gott, das sieht so scheiße aus. Alter. Da kriegt man ja schon Kopf zerbrechen. Hau ab, Merle. Fahr euch von draußen an, los, Leute. Muss kein Ho. Und schaut, 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 ihr aufs Knie, wenn sie eins hat, hihi. Sieh schnell, was soll's, dann mach ich euch zuerst fertig. Mimi. Moment, das hier, Kabumso. Ah. Ich weiß wie jetzt. Aber wie nur? Warum kannst du mich angreifen? Ich bin da verwundbar. Die Waffe von Kraftkick wird schützt mich. Oh, anstatt zu schauen, wie dieses gesamte Bereich sich dämpern. Den Schutzzauber, der Schutzzauber ist weg. Jetzt wirft sie in den Dreck. Was? Wie konnte das passieren? Ich fühle mich so nackig. Wie konntest du nur? Das hättest du wohl nicht gedacht, dass ich jetzt bin, die zuletzt lacht. Dank meines Hochrufs, du wirst sehen, wirst du noch um Gnade flehen. Das Beste, unser Team ist das Beste. K.O. Ja, wie unmöglich, wie nur. Oh, Bom. Ne Bom, stirb. Glaub ja nicht, dass ihr mich endgültig besiegt habt. Das erste Mal habt ihr weniger Glück. Oh. Und tschüss. Mimis Plan in Trümmern liegt. Das Reinherz ist sicher, das Böse besiegt. Das wird ja erwarten wir im Versteckten das reine Herz. Hier. Die Pflicht ist nun getan. Ob ich Glück uns wieder. Da sind ein paar Blöcke, die kommen die da auch. Ich hab keine Ahnung. Doch ehe wir fertig sind, muss ich da etwas berichten, geschwind. Mit dem Lichtbrücklöschen seid ihr vertraut und habt euch schon mal reingeschaut? Das heißt, mein Vorfahren und ich warten mit dem Herz auf dich und dich. Etwas stand geschrieben nicht, drum bringe ich jetzt etwas Licht. Das dunkle Herz stammt, müsste jetzt vier Helden wagen. Vier Helden erstrahlen, vertreiben mit ihrem Licht alle Qualen. Das ist, was man prophezeit. Vier Helden beenden alles Leid. Vier? Vier Helden? Mom Peach, ihr seid zwei. Seid bei den Helden mit dabei. Findet fix die anderen zwei. Beendet so die Barbarei. Um zu lindern die Irritation. Ich denke, ihr kennt die beiden schon. Mehr zu sagen gibt es nicht. Und jetzt erfülle ich meine Pflicht. Ich gebe euch ohne Schmerz, nehmt es nur das reine Herz. Ne, wir nehmen es gerne und hauen hier ab. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Aber jetzt ist es vorbei. Dann haben wir ja schon Kapitel 2 geschafft. Meine Herren, geht das gut. Ich glaube, es kommt wieder eine Szene bei dem guten Graf Knickwitz. Dem größten Arsch des Universums. Mimi, die Gehilfe von Kraftigwitz hatte und Co. eine böse Falle gestellt. Ja, haben wir auch erlebt. Dank Merle konnten sie Mimi besiegen. Doch wer waren die beiden anderen Helden, von denen Merle gesprochen hatte? Noch 5 Herzen mal und wusste, dass das Abenteuer gerade erst begonnen hatte. Und wir haben schon 3 Stück. Wir machen noch ein Stück weiter. Ich habe gerade ein Kurzmail von Mimi erhalten. Es lautet, ich habe versagt. Wirklich sogar, das ist der ganze Text. Selbst die von mir verdienen Kräfte haben also nicht ausgereicht.
die Helden aus dem Lichtprognostikon. Nachkommen dieser uralten Stammes, ihre Stärke wächst. Graf Knickwitz! Bitte, Graf, darf ich Ihnen auf die Glocke hauen? Bitte, bitte! Ich erwarte die Bande fertig, die schreien danach nach ihrer Mama. Oh, Glock, du glaubst, dass du für eine Mission bereit bist? Danach bist du mit dem Bericht mit deiner Unzulänglichkeit fertig? Ja, ich bin so fast fertig, ich muss nur noch ein das Ende schreiben. Und außerdem sind auch kein Pap im Stil. O'Clock braucht auch mal eine Pause. Beruhig dich, O'Clock. Zeit für eine Pause. Diesmal ist endet der Graf. Dementio, komm zu mir, Graf Knickwitz. Schon bin ich da, wie ein Windstopp bei einem Kindergartenpicknick. Du würdest doch bestimmt gerne spielen, Dementio. Das lässt sich arrangieren. Aber enttäusche mich nicht. Fertige diesen Helden ab. Euer Wunsch ist mir fehl. Zudem hört es nach einer spaßigen Sache an. Wenn sonst nichts mehr ist, mache ich mich auf den Weg. Ich empfehle mich, Graf. O'Clock, dein Bericht? Du nimmst dich doch noch, oder? Bericht? Was zum der Bericht? Und weg bin ich. Graf? Darf ich kurz über Aktuelles aus der Burg Bericht erstatten? Einige wenige wehren sich noch, aber das Problem haben wir bald im Griff. Diese Helden versuchen, diese erbärmliche Welt zu retten. Aber ihr Versuch werden vergeben sein. Niemand kann Graf Knickwitz aufhalten. So wie auch niemand den Sturm in meinen leidenden Herzen lindern kann. Das war, glaube ich, Graf Knickwitz Worte. Ah, oh, mein Kopf! Ja. Frau, so Weibstimme zu einer Männerstimme, das passt perfekt. Hey, wo bin ich? Irgendwo, wo du denn gehörst. Ich erinnere mich, ich wollte die Prinzessin retten. Das habe ich wohl verpatzt und. Bist du wach, Kunamann? Hallo, ihr Bösewichter, alles klar bei euch? Ja, uns geht's ganz gut. Gut, dass du unverletzt bist. Hat angenommen, er wäre erledigt. Ja, komische Situation. Habt ihr Prinzessin Bowser gesehen? Leider nicht. Du bist der Einzige, den wir gefunden haben. Hoffe, es geht Ihnen gut. Jetzt gesehen schon, wie es dieser Prinzessin geht. Scheint, als wären die meisten Arkanen gefangen geworden. Wir sind auch bald dran. Wieso bleibt der Typ so ruhig? So, Luigi, alter Freund, was hältst du davon, hier die Fliege zu machen? Wir hatten gehofft, dass du könntest uns einen Fluchtweg öffnen. Dann können wir fliehen, zusammen natürlich. Nein, ich kann und darf ich nicht. Ich muss die Prinzessin retten. Wow, das hätten wir nicht erwartet. Die Geschichten der kühnen Heldentaten. Ich dachte, du wärst der Verteidiger der Schwachen. Wir haben doch niemanden. Kühne Heldentaten, Verteidiger der Schwachen. Ich? Dann habe ich keine Wahl. Luigi zur Rettung. Meine Fans brauchen mich. Du bist der Beste. Das war einfach. Was für eine Hohlbirne. Wir sind dicht hinter dir. Und machen uns aus dem Staub, sobald es eng wird. Da folgt mir tapfere Gumbas und los geht's! Raus aus diesem Kasten hier! Oh, wie langsam die gechillt lang gehen! Nein, mich kriegt ihr letztendlich gar nicht! Guck mal, ihr seid so lahm! Holt mich doch mal ein! Oh, das ist echt so lahm. Guck mal, wie schnell wir sind. Aber sieht so dunkel aus. So schwarz. Großhütschi, wartet auf uns. Ja, was gibt's? Oh. Pah, das scheint eine Sackgasse zu sein. Mist, sieht aus, als hättest du recht. Und was nun? Er soll mich einen anderen Fluchtweg suchen. Dieser Typ ist so nutzlos. Bleib hier. Hier wird uns auf jeden Fall jemand. Ah! Wie war Knickwitz? Horst! Nein!
Mama, der heißt Horst? Das kann man nämlich seit zwei... Bedeutet ja, könnte sagen Horst der Name oder Horst als Beleidigung. Ich habe bereits über Nacht sie gesucht. Du! Du bist auch der Typ, der bei Dorset den Pausenclown spielen musste. Man sollte dich dafür disziplinieren. Fangen wir gleich damit an. Oh mein armer Horst. Okay, Zeit zum Aufgeben. Hey Lady, habt ihr noch einen Platz in eurem Team? Wie bitte? Was soll das denn? Na, was sieht's denn aus? Du Ernie, schließ mich den Siegern an. Grünschein gefällt mir. Ich schwöre dem Kraft mal schön deine Treue. Das bin ich dabei, Lady. Ole, ole, Kraft Knickwitz, ole. Du mieser Verräter. Okay, Leute, es wird Zeit. Halte den Kerl fest und wir sind hier im Nu fertig. Jawohl. Oh nein, Mario, wo bist du? Hilfe! Ach, diese Anastasia. Du kommst spät. Ist etwas geschehen? Vater hat mich erwischt. Es war danach nicht einfach, mich hinauszustehen. Ich hatte Angst, du würdest nicht kommen. Du bist schon rätselhaft. Du weißt, wer ich bin und hast doch keine Angst. Das ist nicht wichtig. Ich wollte dich nur sehen. Ist das falsch? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dich ja auch sehen. Du, Mira, macht es dir etwas aus, wenn ich mich neben dir setze? Sicher nicht, Timpani. Ich möchte mehr über dich erfahren. Doch, was geht's da? Will keiner wissen, sowieso. Alles egal, ne? Oho, willkommen zurück, werte Freunde. Wie war die Reise? Habt ihr mehr an unseren Erz gefunden? Ja, das haben wir in der Tat. Merle sagte, wir bräuchten vier Helden, um die Welt zu retten. Ja, das hat Merle gesagt. Oh, tatsächlich? Da, es gibt mehr als einen Helden. Nur, wenn Mario und Peach zwei dahin sind, dann fehlen nur noch zwei. Oh nein. Seht dort! Die Leere ist gewachsen. Ich fürchte, meine werten Freunde, dass uns die Zeit davonläuft. Vertiefe mich wieder ins dichte Prognostikon. Ich suche die nächste Erdsäule. Alles klar. Aber erst will ich euch mitteilen, dass ich eure Abwesenheit entdeckt habe. Alleine wird entscheiden, welches Prognostikon recht behalten wird. Beide Bücher nennen den grünen Mann. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich werde mich jetzt weiter widmen. Ja, ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Luigi, unser bester Freund, wird wahrscheinlich... Wir können meinen, zu Luigi natürlich gemeint, ist ja klar. Wahrscheinlich Doppelagent spielen, also dunkle und gute Seite. Und das müssen wir ihn auf unsere Seite kriegen, anstatt auf der dunkle. Aber wieso sollte er auf der dunklen Seite sein? Ja, das ist die Frage. Wollen wir noch schnell was gucken, ob es hier irgendein Herz... einen neuen Ort gibt? Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt Orte betreten können. Erstmal will ich dahin. Es gibt ein paar Orte, die will ich nämlich jetzt besuchen. Und dann kabum, so komme ich doch dahin. Okay, hier sind wir. Oh, wir brauchen dafür diesen einen Pixel. Also geht's der Ordner nicht. Verstehe. Ah, es gibt einen anderen Ort, den wir erkunden können. Und ich werde da, will ich jetzt auch hin. Wenn es die Grube der Unterprüfung ist, dann, ja. Machen wir eben die Grube der Unterprüfung anfangen. Was meint ihr dazu? Ich meine, hallo. Power! Wenn es die Grube der Unterprüfung ist, ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht beurteilen. Ich kenne das Spiel nicht. Ne.
So. Komm jetzt hier. Mal gucken, ist hier irgendwas? Da lang. Was gibt's denn da? Komm mal in den Block. Momente. Nächster Block. Noch ein Block. Wir haben ein paar Münzen und wir gehen da hoch. Ich hab's doch gleich beim ersten Mal. Ha, Paper, ich bin geskillt als du. Papa, es geht schon wieder los. Ich mobb den guten Hiot. Nur weil ich mein Skill perfektioniert habe. Yep. Da ist sie ja, die Grube der 100 Prüfungen. Das ist der Ort. An diesem Ort findet die Grube der Prüfung statt. Das heißt, jetzt können wir, da gehen wir rein in dem Sinne und da müssen wir dann uns in dem Sinne durch 100 Stockwerke kämpfen. Und wenn wir es geschaffen, kriegen wir einen Preis. Natürlich gewinnen wir auch haufenweise XP dazu. Das ist die Sache. Jetzt ist die Frage, Leute. Mache ich jetzt die Grube der Prüfung im nächsten Part anfangen oder machen wir uns mit der Story weiter beschäftigen? Das ist jetzt so die Sache. Ich muss mich jetzt entscheiden. Lange habe ich die Entscheidung jetzt aufschieben können, jetzt hier bis dahin. Aber jetzt, da der Zeit gekommen ist, muss ich mich jetzt entscheiden. Okay, was werde ich machen? Mache ich das oder werde ich mich da zurückhalten? Es wäre schon eine Challenge, das jetzt so wie ich jetzt bin, da einfach mal reinzustürmen und das durchzubestehen. Das wäre so eine Challenge. Ich meine, ich habe ja die Rückwärtsröhre im Notfall, wenn ich raus möchte. Ach, wisst ihr was? Ich werde mich der Challenge versuchen. Ich werde zeigen, dass ich es auch, ohne, bevor ich die Story abgeschlossen habe, es da durchschaffe. Deswegen werde ich da mich jetzt da reinstürmen im nächsten Part. Ja, Leute, im nächsten Mal werden wir die Grube der Prüfung eigentlich schon mal durchziehen, dass wir die schon mal schaffen. Was ewig stark wieder rauskommt, das will ich echt was rauskriegen. Das versuche ich. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Kommentar und eine Bewertung da lassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Emerald Control!